Hallo zusammen, ich habe hier einen Solarkühlschrank WL271. Das ist ein 270 Liter 12 Volt Kühlschrank. Wir sehen es oben vielleicht, hat er einen Tiefkühler und einen Kühlschrank. So sieht das Teil offen aus, oben Tiefkühler. Und den Kühlschrank, und den habe ich jetzt zurückbekommen, und ich erkläre euch jetzt wieder, warum ich vom Elektriker nicht so viel halte. Weil wenn ihr einen Elektriker fragt, hier auf dieser Steckdose hat es da Strom drauf, was macht er? Er nimmt so einen Multimeter oder vielleicht auch nur einen Phasenprüfer, den sollte man jeden irgendwo hinstecken. Dann, was macht er? Bei uns in der Schweiz ist ja ein Elektriker auch ein Stromer. Wenn er der hier reinhaltet, dann misst er nicht den Strom, dann misst er die Spannung. Also wäre das ja eigentlich mal nicht ein Stromer, sondern eigentlich ein Spanner. Aber es geht jetzt nicht darum, dieser Kühlschrank haben wir ausgeliefert für eine Solaranlage mit Solarpanels. Und dieser Elektriker hat jetzt diesen Kühlschrank verheizt, weil er, wir drehen den um, ich habe den hier jetzt angehängt an 12 Volt an einer Batteriebox, der läuft. Und für das wäre auch gebaut, dass man den Kühlschrank auf 12 oder 24 Volt anschließen kann und dann läuft. Nein, der Elektriker hat den an 230 Volt angeschlossen und sich beklagt, dass es da nicht mal einen Stecker hat. Und jetzt hat er mir ein Paket gemacht und ein gebrauchtes Kabel dazu geschickt, dass er diesen Stecker braucht. Das ist ein Schweizer 230 Volt Stecker. Ja, jetzt wenn ich hier einen 230 Volt Stecker dran mache, dann läuft er ja von 12 Volt oder 24 Volt Batterie über den Wechselrichter und dann wieder runter über ein Netzgerät, also über diesen Stecker, über ein Netzgerät auf 12 oder 24 Volt, je nach Netzgerät. Also Spannung hoch. Vom Gleichstrom umwechseln auf Wechselstrom, dann bis zum Kühlschrank in diese Steckdose hier und dann wieder runter transformieren auf 24 Volt Gleichstrom. Jedes Mal haben wir 10-20% Verluste. Dann kommt es dazu, der Wechselrichter muss immer laufen. Gut, vielleicht muss er sonst irgendwo laufen, aber wenn er so ist, dann brauchen wir permanent Strom vom Wechselrichter und so etwa den doppelten Stromverbrauch. Ja. Die Stromer, die Spannung messen. Ja, die Steuerelektronik hier, die ist kaputt. Die hat es verbrannt. Ich sehe zwar nichts, ich rieche es nur, könnt ihr jetzt nicht mithalten hier. Die Steuerelektronik ersetzt, jetzt läuft der Kompressor wieder. Ich denke, er kühlt auch. Mache ich jetzt noch einen Probelauf. Und jetzt muss ich hier ein Netzgerät montieren, dass man ihn dann mit solch einem Stecker haben kann. Aber wir haben hier ja Tippenschilder drauf. Und wenn ich hier das Tippenschild anschaue, dann seht ihr, dass das Anschluss 12, 24 Volt ist. Hier unten steht 12, 24 Volt. Die Kabel werden so mit uns mitgeliefert. Ja, solche Sachen hat man, wenn man einem Stromer vertraut. Hier mache ich euch noch ein Video über so eine Solaranlage, wie man einen Kühlschrank direkt betreibt, und ich wünsche euch einen schönen Tag.